Revision 495. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und unseren gelegentlichen Werbeeinnahmen bezahlen wir allerlei teure Software-Abos und das Honorar unserer Audioproducerin. Wenn ihr euch auch beteiligen wollt, könnt ihr das unter patreon.com/workingdraft sehr gerne machen. Wir danken euch tausendfach für die Unterstützung und fürs weitere Zuhören. Hallo zu einer weiteren Revision vom Working Draft. Mit mir heute dabei vom Team ist einmal der Stefan. Hallo. Und der Shep. Hi. Und heute haben wir auch wieder Gäste mitgebracht. Da haben wir gleich zwei am Stück dabei von dem österreichischen Unternehmen Storyblock. Zum einen den Dominik Angerer und den Sebastian Gierlinger. Und an euch beide würde ich auch gleich mal das Wort überreichen. Bevor wir ins Thema einsteigen, jetzt habe ich ja Storyblock schon erwähnt, aber gerne mal ein paar Worte zu euch erzählen, wer ihr seid, was ihr macht. Dominik, vielleicht fangen wir gleich mit dir an. Ja klar, freue mich hier zu sein und mit euch einen Working Draft aufzunehmen. Ja, mein Name ist Dominik Irrer, ich bin einer der zwei Gründer von Storyblock und aktueller Geschäftsführer. Mein Background Web Development für Agenturen in Deutschland, Niederlande, Österreich und vor 5 Jahren das Ganze innerhalb einer Agentur gestartet. Und ja, Vue-Fan und Podcast-Fan. Wolltest mich gleich schon mal glücklich machen am Anfang, gleich schon mal milde Stimmen. Gut, dann zu dir, Sebastian. Ja, hallo, Sebastian Gierlinger. Ich bin bei Storyblock als VP of Developer Experience. Das heißt, ich darf mich um alle Anliegen für Developer kümmern, ob es jetzt Dokumentation oder SDKs sind. Und ich freue mich unheimlich über die Einladung heute und dass wir etwas über die V2 von Storyblock erzählen dürfen. Ja, sehr schön. Freut mich, dass ihr hier seid. Genau, jetzt haben wir es schon mal ein bisschen ganz vorweggegriffen. Heute geht es um Storyblock und es geht auch um die V2. Ich spreche das mal deutsch aus. Und bevor wir jetzt schon in die V2 einsteigen, was sich da getan hat, wie ihr dazu gekommen seid, vielleicht noch mal eine Zusammenfassung, was Storyblock ausmacht, was es vielleicht besser macht als andere und welchen Use Cases ihr da so am besten abgreift. Mich würde ja echt interessieren, wie ihr versucht, ein Headless CMS zu beschreiben. Also wenn wir das Ganze mal umdrehen, was sagst denn du, Vanessa, was sind denn wir? Ein Headless CMS, ja, mei. Darauf war ich nicht vorbereitet. deswegen laden wir da extra Gäste ein. So, ich möchte mit dem Begriff Headless jetzt aber jetzt gar nicht so viel rumtun, weil ich denke, das hatten wir bei der letzten Revision schon mit Serverless, dass in diesen Begriffen immer sehr viel reinsteckt, was man eigentlich keine Ahnung so genau drüber hat. Und dann gibt es sehr viele verschiedene Meinungen drüber. Schauen wir mal zurück in die Vergangenheit, in die älteren CMS-Systeme. Wenn ich mich da dran erinnere, generell ist ja ein CMS dafür da, ich will irgendwie Content auf die Webseite packen, was ich nicht in mein Notepad++ rein hardcode, sondern brauche ich ein CMS-System dafür, damit ich da meinen Text schreibe. Und ich sehe es jetzt auch mal eher aus der Sicht von der Entwicklerin und jetzt gar nicht so als Nicht-Coder. Und dann habe ich mir ein CMS-System immer so gesucht. Nehmen wir auch mal so ein WordPress als Beispiel. Und da war ich dann als Entwicklerin bei WordPress aber aufgeschmissen, wenn es darum ging, ich möchte mir jetzt irgendwie selber aber auch noch so ein bisschen das Layout verändern, das CSS verändern, die Seiten aufbauen, das HTML umschreiben. Da war ich dann irgendwie doch sehr gefangen in so einem Art Baukasten von einem CMS-System. Headless CMS, ich denke, als erstes bin ich da vor Jahren über Contentful drüber gestolpert. Und war dann aber auch erstmal dementsprechend begeistert, weil es war so ein bisschen wie so eine Datenbank. Die liegt ja woanders rum, da kann man dann seine Headline reinschmeißen und seinen Subtitle. Und ich kann einen, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, einen Request zu Contentful damals machen und dann an wirklich wie so einen
wie als wäre es von irgendeiner anderen Datenbank gekommen, konnte ich dann drauf zugreifen. Und in meine H1, dass ich selber schön schreiben konnte im Notepad++, eine Headline reinschreiben und dann in der Subline den Paragraphen hinzufügen und hatte damit die komplette Macht über Layout, Design und auch Wiederverwendbarkeit der Daten. Ja, pretty much that. Richtig gut. Das Spannende bei uns ist halt, weil du gerade Layout meintest, was würdest du machen, wenn jetzt die H1 unter der H2 sein sollte oder umgekehrt? Oder du vielleicht eine Hero-Komponente gebaut hättest und darüber noch eine Hero-Komponente haben möchtest, wieder mit einer H1, H2, dann müsstest du dich als Entwicklerin eigentlich hinsetzen und das nochmal einbauen, zweites Feld erstellen und so weiter und so fort. Und das haben wir ein bisschen anders gemacht in Storyblock. Wir sind ein komponentenbasiertes Content-Management-System. Das heißt, innerhalb von Storyblock kann man Blöcke definieren, die wieder aus Feldern bestehen. Und von diesen Blöcken können mehrere Instanzen innerhalb von einem Content-Eintrag erstellt werden. Die kann dann Marketing-Mitarbeiter quasi nehmen oder derjenige, der jetzt quasi diesen Content erstellt und kann damit tatsächlich komplett eigenständig Content-Strukturen innerhalb von einer Seite, einem Beitrag komplett frei erstellen. Und das Ganze funktioniert nicht nur für eine Webseite, wie jetzt bei WordPress, Drupal und Co., sondern das funktioniert mit allen Systemen, weil wir eben nur eine Datenschnittstelle bereitstellen. Richtig gut gemacht, Vanessa. Danke. Hui, Gott sei Dank. Ich denke, was ich auch bei Storyblock mit am meisten gehört habe, von links und rechts, was Leute begeistert hat, war einmal die Live-Preview, die schon sehr smooth wohl funktioniert. Und ein anderer Vorteil, auch, dass es eure Seite tatsächlich auch auf Deutsch gibt. Ich glaube, das vergisst man gerne als Developer, dass man ja, sehr gewohnt ist, dass man sich alles auf Englisch anschaut, ganz egal, ob man jetzt eigentlich nativ deutschsprachig ist. Und da hatte ich mal für einen Kunden was raussuchen sollen mit einem CMS-System, hatte da eben auch so, ja, da gibt's eben Contentful und da gibt's keine Ahnung was, da gibt's noch dies und das und da gibt's übrigens Storyblock. Und dann, ich weiß nicht, auf welche Seiten sie dann dort gestoßen sind, die sie selber dann ergoogelt hatten, aber sie waren wohl auch zufrieden damit, dass es auch deutschsprachig war, zumindest deutschsprachige Hilfe gab. Auch im Chat, glaube ich, dass auf Deutsch geantwortet wurde, weil gerade das ist ja dann immer der erste Bereich, so jetzt will ich es mal ausprobieren, jetzt geht irgendwas nicht, schreibe ich mal in den Chat rein. Das ist, weil da tatsächlich auch, gerade weil die amerikanischen Services, glaube ich, auch immer vergessen, dass es noch anderssprachige Länder gibt. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir irgendwo eine Seite auf Deutsch umstellen und dann alle CTA-Buttons links und rechts rausgesprengt werden in deutschen Text. Dass das natürlich auch nochmal sehr nett war, wenn da auch mal in der eigenen Sprache jemand antwortet. Aber nochmal zur Live-Preview. Wie funktioniert das denn genau? Weil irgendwie stelle ich mir sehr vor, ich habe jetzt so einen Editor bei euch und dann tippe ich da jetzt meinen Blog rein und meine Headline und dann müsste ich das hier auf meiner Webseite sehen. Aber wie ist denn da die Brücke? Das war ein richtig guter Segway. Also unser Tooling dafür heißt tatsächlich Bridge, die Storyblock Bridge. Im Grunde ist es so, wir wissen von deiner Webseite tatsächlich gar nichts. Alles, was du dafür machen musst, dass das Ganze funktioniert, ist ein Storyblock-Bridge JavaScript einzubinden. Das auch wirklich nur während der Preview. Das kann man anhand von einem Parameter, mit dem wir quasi verwenden, erkennen. Das Ganze wird dann quasi per iframe eingebunden. Also eine echte Webseite läuft bei uns in einem iframe und dieses Storyblock-JS-Bridge-Setup, das wir haben, kommuniziert einfach nur mit dem JavaScript und unserer Applikation, die als Parent-Window unterwegs ist. Und wann auch immer da ein Input-Event passiert, also wenn sich ein Text ändert oder ein Bild ändert oder ähnliches, wird ein Event getriggert und dann sagen wir deiner Webseite, hey, da hat sich was geändert, wie möchtest du drauf reagieren? Das Ganze dann nicht nur bei Input, sondern auch bei Change, also wenn jemand speichert oder bei Publish, Unpublish. Und je nachdem, wenn es Server-Side ist, kann man das Ganze einfach so machen, dass man einen Reload macht. Relativ unspektakulär, ist wirklich einfach nur ein normaler Reload. Wenn das Ganze jetzt mit etwas wie Next.js, Next.js, Gatsby oder irgendwas, was Client-Side-mäßig auch Updates machen kann, läuft, dann kann man das wirklich einfach im Client hot replacen und hat somit eigentlich einen Real-Time-Editor, der nicht aufs HTML zugreift, weil es auch immer noch alles nur JSON, das wir hin und her werfen. Das Spannende ist, diese Bridge hat auch noch ein paar andere Features, mittlerweile sogar wesentlich mehr, auch mit der V2 noch ein bisschen mehr. Man kann jetzt nicht nur reinklicken und die einzelnen Komponenten dadurch steuern,
sondern mit der Bridge V2 ist die Möglichkeit gegeben, die auch wirklich zu reorganisieren, also wirklich verschieben, nach oben zu heben, einen neuen Item quasi danach einzufügen und mit der Breadcrumb Navigation nach vorne, nach hinten zu bewegen, einfach das Ganze ein bisschen gemütlicher ist. Das klingt ja vor allem gerade nach sehr viel Developer-Experience, vielleicht sogar auch dann Editor-Experience. Ich will ja unbedingt auch über die V2 reden, aber bevor wir einsteigen, wenn ich jetzt einfach mal anfangen würde, jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe es nicht so mit Doku lesen. Ich melde mich jetzt mal an und ich nenne mein Projekt jetzt mal Test. Wie geht es denn dann los? Kann ich da irgendwie was nachschauen, wenn ich es jetzt für Nuxt einbinden möchte? Gibt's da was? Darf ich jetzt reinspringen? Unbedingt. Ach, schick genau an den VP. Naja, es gibt relativ umfangreiche Dokumentation. Wenn du nicht mit Dokumentation beginnen möchtest, es gibt einen kurzen Getting Started Guide, der in, ich sag mal, 3 A4 Seiten erklärt, wie du entweder mit Nuxt, Next oder Gatsby eine einfache Seite mit Hilfe von Storyblock zum Laufen bekommst. Es gibt dann auch noch entsprechende GitHub-Repositories dazu. Das heißt, du kannst dir den Source Code lokal herunterladen und dann lokal das Ganze ausprobieren. Das heißt, der Einstieg sollte eigentlich relativ einfach sein, wobei natürlich entsprechende Entwicklererfahrung vorausgesetzt ist. Mhm. Es ist leider kein What you see is what you get System, in dem jeder Editor eben die eigene Seite zusammenbauen kann, wie er gerne möchte. Spannend ist, Sebastian, wir bauen doch gerade einen neuen Onboarding, oder? Wir bauen gerade einen neuen Onboarding, das ist aber noch sehr in der Anfangsphase. Jetzt ist herausposaunt. Jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Ja, also das eine ist, dass es in Richtung Kommandozeilentool gehen soll. Das heißt, man braucht nur mehr eine Zeile ins Terminal eingeben und hat lokal ein Projekt, mit dem man loslegen kann. Das andere ist, dass wir gerne etwas in Richtung Gamification ausprobieren möchten. Das heißt, Tutorials mit Punkte, mit etwas sammeln, mit etwas gewinnen können und so weiter. Aber das ist wirklich noch Zukunftsmusik. Das heißt, das ist noch in der Konzeption. Phase eher. Gut. Wie ist denn das mit der V2 geplant? Die ist in der Beta draußen, habe ich gelesen. Ich würde da nochmal reingrätschen und fragen wollen, warum habt ihr überhaupt gefunden, dass ihr eine V2 machen müsst? Ja, also ich glaube, das liegt ganz an mir. Also so als Geschäftsführer jetzt kann ich behaupten, dass ich kein guter Entwickler bin. Zumindest war Alex auf jeden Fall der Meinung, nein, natürlich nicht. Ich glaube, es ist einfach ganz ein guter Zeitpunkt gewesen. Wir haben ja das Ganze eigentlich gestartet 2015, also wirklich 2 Jahre, bevor wir eigentlich die Firma gegründet hatten. Und in den 2 Jahren alleine hat sich natürlich einiges verändert. Wir haben damals mit Vue Version 0.11 gestartet, also wirklich sehr, 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 sehr früh. Haben das Ganze dann noch upgraden können, wirklich auf Version 1. irgendwas und jetzt am Schluss dann 2. irgendwas. Und natürlich ist mal so der Punkt erreicht, wo man sich denkt, hey, Technical Debt wäre eigentlich ganz cool wegzubekommen. Und ja. Den Code, den damals 2 Leute gestartet haben zu schreiben, als ein Prototype, der immer größer wurde und dann natürlich auch Strukturen bekommen hat, bevor Vue.js Project Setups quasi standardisiert sind, mehr oder weniger, und wir uns das selbst ausgedacht hatten, war jetzt der Punkt, wo wir mehr Entwickler onboarden mussten oder onboarden wollten. Und das wissen, wir sind seit 2019 von 2 Leuten auf mittlerweile 56 gewachsen. Und bis Ende des Jahres werden wir 100 sein. Also es ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir tatsächlich entschieden haben, wir sollten Technical Debt loswerden. Und deswegen hat Alex mit dem Team letztes Jahr entschlossen, ein Designsystem zu bauen. Das Ganze läuft unter block.inc ohne C. Also Block immer ohne C. Und das Designsystem basierend auf Vue. Weiterhin haben wir unsere Komponenten gebaut und mit genau diesen Komponenten bauen wir jetzt quasi unsere V2. Somit können wir nicht nur die Technical Debt, die wir quasi aufgebaut hatten, einfach wegwerden oder loswerden. Wir können uns auch wirklich auf dem Design stützen, das wirklich funktioniert. Und das Onboarding für neue Entwickler ist natürlich wesentlich einfacher, wenn das Ganze ein Standard-Vue-Projekt ist. Das Ganze mit Komponenten zusammengebaut wurde. Also das
ist einfach wesentlich angenehmer, würde ich sagen. Ja, cool. Ist ja oft so, dass wenn man losstartet, dann muss man halt eben einfach schnell entwickeln und auch wahrscheinlich zwischendurch immer ganz viel umwerfen und irgendwie die Richtung noch immer mal ein bisschen anpassen und mal so und so, je nachdem, wer so die ersten Kunden sind, die man halt hat wahrscheinlich und was so auch so deren Anforderungen sind, nehme ich an. Also ich denke mal, so wird das bei euch auch vielleicht gewesen sein. Ich würde ja jetzt fast auch eine Teilschuld mit an dieses Frontend-Universum geben, in dem wir ja, leben, wo auch. Wenn wir jedes Jahr eine neue Version rauskommt von allen. Aber ich glaube, selbst wenn es das nicht gegeben hätte, also wenn ihr jetzt irgendwie auf einem super, sagen wir mal, althergebrachten, total stabilen Stack schon gesetzt hättet, den es schon so 10 Jahre gibt, ich glaube, auch dann ist es dann einfach Zeit, dass, wenn man dann so weiß, wo man hin will und so ein bisschen sich stabilisiert hat, dass man dann eben nochmal alles sauber baut. Ne? Ja, lustigerweise, wir hatten tatsächlich eigentlich gar keine Customizations für einzelne Kunden. Wir haben prinzipiell nur Features entwickelt, die für mehr Kunden Sinn machen. Mhm. Wir hatten echt irgendwie den Luxus, dass wir relativ schnell profitabel waren und dementsprechend wirklich sagen konnten, hey, das passt einfach nicht zum Produkt. Ja. Vielleicht ist es besser, ihr nehmt einen Konkurrenten von uns. Also das haben wir tatsächlich auch ein paar Mal gemacht, damit das Produkt das wird, was wir uns damals gedacht haben. Und jetzt mittlerweile können wir mit dem Feedback von Leuten halt echt gut umgehen. Und das Feedback wird auch dementsprechend immer besser. Ja, cool. Hört super an. Dann habt ihr euch an die V2 gesetzt. Wahrscheinlich seid ihr unter anderem auch aus dem Grund dann gewachsen, weil ihr ja wahrscheinlich 2 Produkte so parallel entwickeln musstet. Oder ich weiß nicht, inwieweit die V1 dann noch an der rumkneten musstet noch oder ob die so, wie sie war, dann in Ordnung war. Du hast ja gesagt, also ihr erfüllt nicht unbedingt immer irgendwie Kundenwünsche, wenn die euch nicht so in den, also wenn die, ja, im Sinne von nein, aber wenn die halt irgendwie nicht in euren Plan reinpassen, ne? Und wenn euer Plan jetzt ist, so quasi wir haben eine V2, dann könnte man ja auch sagen, ja, nee, wir machen jetzt, ja, ist vielleicht sinnvoll, aber machen wir jetzt erstmal nicht, weil das haben wir tatsächlich lieber auch die Arbeit in die V2 rein. Ja. Genau, haben wir tatsächlich auch so gehandhabt. Also wir haben natürlich V1 weiter betreut, auch weiterentwickelt. Es kamen auch neue Features auf der V1, aber unser Hauptfokus war eben die Vorbereitung auf die V2 und ganz viel Feedback, das wir auf der V1 bekommen haben, was dort einfach keinen Sinn macht, neu zu bauen, haben wir einfach in die V2 einfließen lassen. Und jetzt mittlerweile ist schon ein Teil online in der Beta. Wir haben einige Beta-User bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es war vielleicht ein bisschen was los auf LinkedIn, auf Twitter. Man konnte ein T-Shirt gewinnen. Man kann, glaube ich, immer noch ein T-Shirt gewinnen, wenn ich mich nicht irre. Und das ist überhaupt kein shameless Plug. Das haben wir dann dort quasi mitgenommen, das Ganze. Ja, cool. Da sind wir auch schon so ein bisschen bei den ganzen anderen Themen, die bei so einem, dem Launch eines Nachfolgeproduktes so alle bedacht werden müssen und eine Rolle spielen. Wie lange habt ihr jetzt erst technisch entwickelt an dem V2? Also das Design-System hat letztes Jahr gestartet, knapp, ich würde mal behaupten, es war irgendwie September letztes Jahr, Block.inc Start, Projekt-Setup und die ersten Komponenten, die entwickelt wurden so wirklich dann zusammenstecken, sage ich mal, in eine neue Vue-App, hat dann Anfang dieses Jahr gestartet. Und unser Hauptfokus jetzt am Anfang war ganz klar ein Bereich von der App. Also Storyblock hat mehrere Views, mehrere Bereiche, mehrere Content oder mehrere Areas und einer davon ist Content. Und innerhalb von dieser Content Area kann man dann den Editor und die Live Preview betrachten. Und für uns extrem wichtig war eben, genau diese Live Preview noch ein bisschen besser zu machen. Und den zweiten Modus, den wir tatsächlich auch haben, nämlich diesen Form-Only-Modus, der hauptsächlich dafür da ist, dass wenn du eine Datenbank möchtest, die redaktionell gepflegt werden soll oder du das Ganze in einer App laufen lassen möchtest oder ähnliches. Dafür ist quasi dieser Form-Only-Modus und auf den haben wir uns zuerst mal fokussiert. Also wirklich das Complete Feature Complete hinzubekommen. Und das war jetzt so der Hook, sag ich mal, für den V2-Launch, den wir jetzt im August gemacht hatten. Und der ist tatsächlich schon ziemlich, ziemlich Feature Complete und wird jetzt auf jeden Fall mit ganz viel Feedback angereichert.
cool. Stimmt das eigentlich, Sebastian, was ich gerade erzählt habe? Ich glaube schon. Ja, es stimmt alles. Ganz im Gegenteil, es ist nicht nur Feature Complete, sondern es sind sogar neue Features in der aktuellen Beta-Version drinnen. Stimmt. Also man kann beispielsweise auf einzelne Felder kommentieren und ähnliches. Ja, so richtig Discussions wie in Google Docs kann man sich vorstellen. Approval nicht unbedingt, aber du kannst quasi Kommentare setzen auf einzelne Felder und dann am Schluss resolven. Ich glaube, das ist ganz, ganz angenehm. Man muss auch fairerweise sagen, das ist einer der Kundenwünsche, die wir in Version 1 nicht mehr umgesetzt haben. Und die Kunden waren nicht immer begeistert über diese Entscheidung. Auf unserer Seite ist es einfach total schwierig, dass man das eben in der Version 1 noch umsetzen würde und dann eben die Migration in die Version 2 macht. Ja. Und somit haben wir uns dafür entschieden, dass das erst in der Version 2 kommt. Mhm. Dafür sieht es jetzt wesentlich besser aus und ist schneller. Ja. Ja, ist ja auch anstrengend, wenn man vom Feature Freeze abgehalten wird und sozusagen Features dann doppelt implementieren muss. Genau. Ich würde jetzt vor allem noch organisatorisch interessieren. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass die V1 lief erstmal weiter, teilweise so ein bisschen noch was Neues dazu, vor allem die V2, an der gearbeitet wurde. Und wir haben auch gerade gesagt, das ging schon letztes Jahr los mit der Komponentenbibliothek. Aber trotzdem, wie ist das denn losgegangen? Habt ihr da mal eine Roadmap gemacht? Habt ihr gesagt, ja, wir machen jetzt mal? Gab es schon immer den Plan, im August, September in der Beta rauszukommen? Ich stelle mir das sehr spannend vor. Also gerade jetzt, stellen wir uns mal diese Situation vor, von 2 auf 9 auf 50 plus Personen, wo man sich auch die ganze Zeit mit Onboardings und sonst was beschäftigt und Leute kennenlernen. Gab es eine Roadmap? Habt ihr einen Gantt-Chart gemalt? Also, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Alex kam einen Tag auf den anderen zu mir. Natürlich hat er das vorher geplant. So, Dominik, was hältst du von einem Design-System? So, ja, klingt gut. Open Source. Ja, klingt auch gut. Basierend auf Vue. Klingt fantastisch. Ja, gut, wir machen das jetzt. Okay, für was? Ja, was hältst du davon, wenn wir deinen Code wegwerfen? Und so, nee, also sowas natürlich nicht. Alex hat da einen kompletten Plan ausgearbeitet, wie wir quasi, wenn wir jetzt so stark wachsen, schnelleres Onboarding ermöglichen. Und ein Punkt davon war ganz klar das Frontend, das wir selbst eben aufgebaut hatten, mit 2 Leuten, wo beide von uns halt noch viel wissen, aufzuteilen. Und wie machen wir das am besten? Also wir können jetzt hergehen und können jeden in diesen alten Vue-Source-Code reinlesen lassen, versuchen lassen, das zu verstehen. Aber da wirklich einfach der Punkt, wenn wir jetzt so stark wachsen, und wir hören ja auch nicht auf damit, wie können wir Leute wirklich dazu motivieren, den Code einfach zu lesen, aber auch einfach lesbarer zu machen und vielleicht sogar einzelne Bereiche in einzelne Teams abzugliedern, in kleine Squads quasi zu unterteilen. Und die einfachste Möglichkeit tatsächlich war für uns, weil wir sowieso einen Design-Relaunch ein bisschen geplant hatten, das auch wirklich einfach eiskalt genauso durchzuziehen. Bereiche rauszupicken, mit diesen zu starten, die Design-Komponenten dazu zu entwickeln. Und damals hatten wir noch gar kein komplettes Launch-Date für die V2 an sich. Warum? Wir hatten damals schon die erste Diskussion, wird das so ein Big Bang-Launch oder wird das so ein laufendes Ausrollen von Features? Und genau diese Diskussion hatten wir jetzt eigentlich vor 2-3 Wochen nochmal, ob wir das jetzt one quick, like big launch machen, nachdem wir jetzt gerade die Beta gelauncht hatten, oder ob wir das jetzt laufend machen. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir einzelne Bereiche einfach mit der Zeit austauschen. Das heißt, aktuell läuft man auf der V1, kann mit dem Try-Beta-Button einfach mal in die V2 reinschauen, kann das mal ein bisschen ausprobieren, wenn es einem gefällt, kann man dort weitermachen. Wenn es nicht unbedingt ganz so spannend ist, kann man auch jetzt wieder rausgehen. Das wird sich aber mal ändern, wo wir wirklich sagen, die V2, der V2-Editor ist der Standard. Man kann für eine gewisse Zeit noch in die V1 zurückgehen und dann wird der nächste Bereich übernommen, zum Beispiel unser Image-Optimization-Service und der komplette Asset-Bereich. Das ist ein Bereich, den können wir auch dann einfach tauschen, das Dashboard können wir dann tauschen und so weiter. Und so wird Schritt für Schritt dann die V2 immer weiter an den User zurückgegeben, kann man sagen. Und dafür gibt es jetzt seit 3 Wochen eine komplette Roadmap, wann das alles stattfinden wird. Und wir werden eigentlich sogar, ich glaube Ende September, Sebastian? Es kommt drauf an, was du meinst, aber ja, wahrscheinlich. Die Seite, auf der wir die Roadmap publizieren werden, mit einem Progress-Banner. Genau,
geplantes Datum dafür ist 1. Oktober. Dass es eine Public Roadmap auf der storyblock.com/V2-Seite gibt, wo man dann wirklich sieht, was eins nach dem anderen kommen soll. Ob das jetzt eine Woche schneller oder später kommt, das hängt etwas vom Entwicklungsfortschritt ab. Aber bis jetzt sieht's eigentlich alles ganz gut aus und die Schätzungen sind auch immer sehr gut. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir dann early next year vermutlich mit der gesamten V2 durch sind. Das Schöne ist, so kriegen wir halt immer wieder Feedback zu den einzelnen Dingen. Was wir jetzt schon an Feedback über den Editor hatten. Also wir hatten so eine Idee, dass wir auf kleineren Screens diese Sidebar über die Preview legen. Also unsere Applikation kann man sich so vorstellen, auf der linken Seite ist so dieser iFrame mit der eigenen Webseite inkludiert und auf der rechten Seite ist quasi dann die einzelnen Felder für die Komponenten runtergebrochen. Und wir hatten das immer Side-by-Side, das war unser Side-by-Side-Editor und wir dachten uns, hey, was wäre, wenn wir das einfach mit einem Overlay lösen, also nicht komplett großflächig, sondern das rechts drüber legen. Somit hat man ein bisschen mehr Platz für diesen Visual Preview quasi. Ja, das kam jetzt nicht bei allen so gut an, weil natürlich ein Teil von der Preview überdeckt wurde. Und teilweise war es centered, teilweise wurde da ziemlich viel Whitespace quasi verschenkt. Aber es war ziemlich cool, das einfach mal zu testen, zu schauen, ob Leute überhaupt V2 verwenden. Und das Feedback war jetzt eigentlich so, dass tatsächlich auch so 20-30% dieses Overlay mögen, weil es für kleine Screensizes echt gut funktioniert. Und für alle anderen haben wir jetzt einfach eine Snap-Funktion eingebaut. Das heißt, man kann sich jetzt einfach entscheiden, wie man es machen möchte. Das klingt auf jeden Fall, als hättet ihr euch da Gedanken gemacht, auch wirklich jetzt aus dieser User-Entwicklerinnen-Sicht heraus. Ich glaube, das kennen jetzt wir alle, die hier gerade zuhören, auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen mit verschiedenen Viewports und die Überlegung, was macht man eigentlich mit Mobile? Und man hockt hier halt immer so vor seinem MacBook 13 oder 16 Zoll und dann schaut immer alles ganz super aus. Aber dann, wer sind jetzt eigentlich wer sind die User-Gruppen? Ich frage mich das auch sehr oft. Klar, man kann es auch mit Analytics-Daten mal nachschauen. Aber manchmal würde ich schon gern sehen, mit was für Bildschirmen, also nicht nur mit was für Bildschirmen gehen die Leute um, aber wenn sie dann große Bildschirme haben, machen sie dieses Magnet, dass es dann wieder auf so ein 1300 Pixel drunter geht oder machen Leute die Schriftgrößen größer oder kleiner? Also diese verschiedenen Wege zu haben, ist, glaube ich, immer so ein good way. Wenn ich jetzt von V1 auf V2 wechsle, klicke ich auf den Button. Ist für mich jetzt noch irgendwas anders? Muss ich da bei dieser Bridge was anpassen? Muss ich da gar nichts upgraden? Ist was kaputt? Es gibt keinerlei Breaking Changes für dich. Ist nichts kaputt? Gar nichts. Überhaupt nichts. Das ist natürlich wahrscheinlich auch der Vorteil dieses kontinuierlichen Prozesses. Ja, dadurch, dass wir jetzt eben die kompletten Daten als API zur Verfügung stellen, hat sich da natürlich nichts geändert. Also du kannst deine Daten genau gleich laden. Weil headless, genau. Dementsprechend ist natürlich dann auch deine Webseite genau gleich. Die Bridge kommuniziert immer noch über iFrame-Events, ist immer noch über ein iFrame eingebunden. Und dementsprechend ist auch dort, wenn das Event gleich heißt, immer noch dasselbe Event. Und somit haben wir da tatsächlich gar keine Breaking Changes. Na super. Ja, wir sind jetzt in der Beta. Gab es denn davor auch eine Art Alpha? Also jetzt haben wir gerade Feedback ein von richtig von außen. Also von jeder, der da mal auf den Button drauf drückt, da kann euch jetzt Feedback rausballern. Ich hoffe, die Leute tun es auch. Aber wie habt ihr das denn so nach Alpha-mäßig da geregelt, zu Entscheidungen zu kommen, wie man das jetzt umsetzt? Wir haben es selbst verwendet. Also das war tatsächlich so, ich habe aus Versehen vielleicht 1, 2, 5, 10 Mal Screenshots geteilt mit der V2. Auch auf Twitter und Co., aber das ist zum Glück nicht so vielen aufgefallen, nur ein paar. Und wir haben es einfach selbst getestet. Wir verwenden ja Storyblock auch für storyblock.com. Dementsprechend haben wir da auch ein Marketing-Team, das selbstständig verwendet. Ich habe vielleicht hin und wieder ein paar Leuten einen Link geschickt zum Ausprobieren. Und das war mal so der wirklich erste sehr, sehr kleine Kreis von Alpha-Usern, würde ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall immer cool, wenn man sein Produkt selber einsetzt, ne? Also dann kommt man bestimmten Problemen wahrscheinlich am schnellsten auf die Schliche. Ja, so hat es ja auch angefangen. Also wir haben ja Storyblock nicht gebaut, weil wir noch ein CMS bauen wollten. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal ein CMS gebaut. Ja. Und jeder, der jetzt mir zuhört,
hat wahrscheinlich auch gerade irgendwie, danke Sebastian, dass du 3 gebaut hast. Ich habe gerade in die Kamera gezeigt, dass ich bereits 3 gebaut habe. Und ich glaube, vielen, die hier zuhören, die haben das auch irgendwie schon mal mitgemacht. Wir hatten damals das Ziel eigentlich, dass wir kein CMS bauen. Und man kennt es, Ziele verfehlt man. Aber wir haben es halt richtig, richtig, richtig hart verfehlt. Wir haben ein CMS gebaut, damit ihr das nicht mehr machen müsst. Vielen Dank für das CMS, damit wir keins mehr bauen müssen. Bei uns im Team gibt es eine Person, ich weiß gar nicht, ob ich ihren Namen sagen darf, aber warum eigentlich nicht. Ich habe immer ganz viele Keke-Bugs, weil sie ist auch unsere im Team, die halt das Produkt am meisten verwendet und dann kommt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ja, sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank. Ich würde jetzt gerade nochmal auf ein ganz anderes Thema auch kommen, weil wir hatten ja, dass ihr auch ein bisschen gewachsen seid. Allerdings, wenn ich es richtig verstanden habt, ganz Corona-unabhängig wart ihr schon immer remote. Yes. Ja. Was könnt ihr denn mit der Rest der Welt teilen an? Wie kommuniziert ihr? Wie wisst ihr, wie könnt ihr das mit den Meetings machen? Ob ihr euch auch mal trefft? War das jetzt überhaupt in Corona überhaupt ein Unterschied oder gab es da gar keinen? Sebastian, ich gebe dir mal einen Vortritt, einfach nur, weil du jetzt mit einer neuen Timezone ganz, ganz spannend unterwegs bist. Naja, also prinzipiell unser Setup ist, ganz Storyblock ist global verteilt. Das heißt, wir haben Kollegen in Brasilien, in Argentinien, in Kolumbien, Deutschland, Länder, Österreich und Richtung Osten. Ich glaube, der östlichste Kollege sitzt auf Bali momentan. Mhm. Ja. Der hat ganz frisch begonnen. Ah, ihr habt das bestimmt gemacht, damit immer jemand im Chat ist. Vielleicht. Möglicherweise. Na, also das ganze Team ist eben global verteilt. Unsere Lifeline, würde ich sagen, ist Slack. Das heißt, die ganze Kommunikation schriftlich passiert über Slack. Wenn es etwas zu diskutieren gibt, hüpft man schnell in einen Videochat und erledigt es dort. Ich für mein Team habe das momentan so organisiert, dass wir wöchentlich 2 Stand-Ups machen. Das ist eine halbe Stunde FaceTime, um eben die anderen auch einmal zu sehen. Was ich glaube, das relativ wichtig ist, damit man merkt, dass am anderen Ende der Leitung noch immer Menschen sitzen, die eben auch ja entsprechend Emotionen haben, lachen, nicht lachen, ernst schauen und so weiter. Und wir haben jetzt einen Kollegen in Südamerika dazu bekommen. Der hat in der Zeitzone ist er 5 Stunden hinter uns. Das heißt, was wir jetzt als ersten Schritt gemacht haben, ist, dass wir unser Stand-up vom Morgen am Nachmittag verlegt haben, damit eben der Kollege aus Argentinien auch teilnehmen kann. Wenn es dann in die Richtung geht, dass man auch jemanden in Asien beispielsweise im Team haben, werden wir das wahrscheinlich etwas anders aufteilen müssen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass eben ein Stand-up am Vormittag passiert und das andere am Nachmittag und dann eben die Kollegen, die nicht teilnehmen können, eben Async ein entsprechendes Update dazu geben. Und ansonsten zur Company an sich, also Alex und ich waren beide in Linz, als wir gestartet haben. Also Alex in Gallnerkirchen, also 10, 15 Minuten von Linz entfernt. Und ich wirklich in der Stadt. Und Alex Familie, also die Familie von Alex kommt, also Frau und Kind kommen aus Brasilien. Und damals war es eine persönliche Entscheidung, zurück nach Brasilien zu gehen, nach Rio. Und dementsprechend war das für uns eigentlich ganz klar, ja, Alex fliegt halt nach Brasilien. War dann in Brasilien und wir haben genauso weiterhin auf Slack kommuniziert und Videochats gemacht, weil tatsächlich hatte auch, während wir beide in Linz waren, keiner Lust, irgendwie nach Gallnerkirchen oder zurückzufahren, weil warum mit dem Auto irgendwo hinfahren, wenn wir eh an was arbeiten und das sowieso entweder in Tickets anarbeiten oder im Slack zusammenarbeiten. Und dementsprechend war auch unser erster Mitarbeiter, den wir eingestellt haben, bereits in Brasilien tatsächlich. Also das war auch ziemlich schnell. Genau. Seht ihr da auch Vorteile, was die Diversität dann vom Produkt angeht? Wenn man vielleicht da auch wirklich aus der Bubble rauskommt? Und auf jeden Fall. Also den größten Boost, den wir sehen, also wie gesagt, wir sind jetzt mit unseren Mitarbeitern
Mitarbeiterinnen in 16 Ländern, 22 Nationalitäten. Allein dafür bekommen wir natürlich verschiedene Sprachinputs und auch wirklich andere Ansichten. Hm. Storyblock gibt es jetzt in 11 verschiedenen Sprachen mittlerweile, also wirklich das Produkt selbst übersetzt. Und auch da ist dann immer wieder mal so eine komplett andere Herangehensweise, weil jeder natürlich aus einem anderen Background kommt. Das bringt uns auf jeden Fall wesentlich, wesentlich weiter. Ja, ich glaube, da kann man, also ich zum Beispiel vergesse auch gerne mal so asiatische Browser. Und dann kommt bei Browserlist kommt dann so, das geht im Baidu nicht. Und ich sage, ach, oh Gott, das will ich ja klar. Ja, das finde ich schon spannend. Gab es denn auch schon mal so einen, habt ihr irgendwie da Berührungspunkte mit, keine Ahnung, rechts nach links Schriften? Oh ja, auf jeden Fall. Es gibt bei uns einen aktuell Mode. Den kann man auch hart aktivieren, also dass der wirklich fixiert in einem Inputfeld aktiv ist. Auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz gängig. Ich finde am spannendsten Japanisch. Ich versuche gerade Japanisch zu lernen, immer noch. Und ich stelle ab und zu Storyblock einfach mal auf Japanisch um. Dadurch, dass ich weiß, wo ich klicken muss, ist es relativ einfach. Aber zu übersetzen ist dann immer ganz lustig. Also vor allem Fehlermeldungen, wenn ich irgendwas Komisches mache. Sehr gut. Gut, was gibt's denn in der V2 noch so? Was sind denn eure Lieblings-Gadgets, bis auf das Overlay, was so drüber fahren kann? Also für mich, ich wäre der Block-Navigator. Also wir haben so ein Feature gebaut für den Form-Only-Modus. Und ich weiß noch, ich habe so einen Artikel geschrieben, wie du mit Nuxt.js eine Multilanguage-Website baust. Mittlerweile haben das schon ganz viele bessere Leute überarbeitet. Sam, Arisa, alle, mehr oder weniger. Und wir haben dazu einzelne Komponenten verwendet, um die Bereiche abzuteilen. Das heißt, es ist ein bisschen verschachtelt. Und es sind einige Komponenten gebaut, wie zum Beispiel eine Rich-Text-Komponente, eine Image-Komponente, Picture-Komponente, Code-Block, der wieder nested sein könnte mit anderen Examples, Videoblöcke. Also wirklich ganz viele verschiedene Komponenten, die halt untereinander sind. Und früher in der V1 quasi war es so, Steuerung F. Und dann suchen wir mal, wo der Text nochmal war. Und der Block-Navigator macht das Ganze halt wesentlich einfacher. Klickt einfach drauf, hat ein Inputfeld genau für diese Suche, gibt es ein, hat alle Aufpunkte genau da, wo genau dieser Text drin wäre. Links nach meiner kleinen Ansicht und kann einfach kurz draufklicken. Ah, nee, das war nicht das Richtige. Also eine ganze Volltextsuche. Eine komplette Volltextsuche im Content-Editor. Und das ist so gut. Ja, Wahnsinn. Wer hat denn das implementiert? Ja, das komplette Produktteam, also Ademar, Emanuel, Lisi, alle sind Wahnsinn. Also wer schon mal versucht hat, eine Volltextsuche zu implementieren, wird Bescheid wissen, warum ich so reagiere. Das ist so, falls man mich das nochmal fragt, so bei der Schätzung, na XL mal 800. Sebastian, was ist deins? Ich glaube, für mich das Beste an dem Ganzen ist, dass es einfach viel moderner und frischer aussieht. Und ich merke das immer wieder, also momentan ist es so, man geht in den Version 2 Editor und jedes Mal, wenn man dann dieses Content-Element wieder wechseln möchte, muss man wieder zurück in den alten Editor und den neuen wieder starten. Und jedes Mal, wenn der alte Editor aufgeht, ist es so, oh mein Gott, nein, sieht das fürchterlich aus. Knopf drücken, oh danke, okay, wir sind wieder okay. Also ich glaube, das ist für mich einfach, ja, es hat es ist sehr appealing, die neue Version. Na, das klingt doch schon mal, also wenn es dir schon mal gefällt, dann klingt das ja schon mal extrem gut. Und wenn vor allem die V1 dann schon wirklich hässlich und altmodisch dagegen wirkt, super. Ja, man würde es kaum glauben, dass die eigentlich gute Version 1 dann plötzlich altbacken wirkt. Wir hatten ein richtig cooles Kommentar auf Twitter, wo jemand geschrieben hatte, irgendwie, ich wusste nicht, dass die V1 ein Update braucht, aber nachdem ich jetzt die V2 verwendet habe, weiß ich nicht mehr, wie ich ohne den könnte. Und das ist schon ein ziemlich cooles Feedback. Also wir haben uns alle richtig drüber gefreut. Ja, das ist auf jeden Fall positiv. Dominik, du meintest gerade noch mit so einer Diskussionsfunktion. Jetzt bin ich da in meinem Kopf nochmal drüber gestolpert. Wer nutzt die denn so? Sind es dann Entwicklerinnen, die sagen, nee, ich würde jetzt einen anderen Slug vergeben oder ich würde das jetzt anders schachteln? Oder sind das dann
Leute, die da die Texte schreiben und sagen, was man da jetzt eigentlich am besten schreiben sollte, oder Bilder austauschen? Tatsächlich beide. Wir haben es mit dem Fokus gebaut für die Leute, die wirklich redaktionelle Inhalte pflegen. Also das war unser Fokus. Mhm. Aber auch als Marketer hat man mal Fragen, hey, gibt es eine einfachere Art und Weise, die Komponenten zu verschachteln? Und da kann man genauso einfach einen Kommentar setzen, auf zum Beispiel diesen Bodyfield oder ein Blockfeld, und einen Entwickler, der quasi im Team ist, im Space ist, taggen und einfach zu sagen, hey, kannst du hier mal drüber schauen? Geht das leichter? Geht das einfacher? Habe ich das richtig gemacht? Oder auch, hey, passt das für SEO? Soll ich da vielleicht was anders machen? Ja klar, so kann man auf jeden Fall machen. Also das ist so der Plan, dass das Entwickler verwenden, um Feedback zu geben, wenn sie zum Beispiel jetzt irgendwas sehen, aber auch Marketer eben, dass die sagen können, hey, die Headline passt eigentlich gar nicht, oder passt die Headline, oder hey, bitte das übersetzen, oder wir haben, also alles, wo du kommentieren möchtest. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch so einen Freigabeprozess, also optional wahrscheinlich, braucht ja nicht jeder. Aber ich denke, da macht das ja auch Sinn, dass man Dinge zurückgeben kann und sagen kann, hier, guck mal da und da, da musst du vielleicht nochmal drüber gehen, und dann kann man den nächsten Anlauf machen und schauen, ob man dann die Hürde nimmt oder nicht. Genau. Ja, komplett. Also wir hatten ursprünglich bereits eine Kommentarfunktion, die wurde aber jetzt nicht so oft verwendet, weil die Kommentarfunktion rein nur auf einen Content-Eintrag quasi gesetzt worden war. Somit konnte man schon sagen, hey, die Headline ganz oben im Hero, die passt jetzt nicht so ganz. Aber es ist natürlich umständlich dann zu sagen, okay, die Headline da oben in der Komponente oder verschachtelt dort. Und so kann man einfach ganz einfach reinklicken. Man sagt, gut, genau dieses Feld, hey, die Headline ist eigentlich nicht so cool. Oder das Text müssen wir noch, das Bild müssen wir noch ändern. Und dann gibt es eine kleine Discussion-Übersicht, die einfach aufpoppbar ist. Und dann sieht man, welche noch nicht resolved sind. Man kann einfach auf das Kommentar quasi klicken, springt dann genau zu dem Feld, genau zu der Komponente, die ist gehighlightet. Und man weiß genau, okay, da, diese Headline, das ist es. Also es macht auch die Leute wieder ein bisschen schneller, was ich glaube ich auch ganz cool ist. Ja. Ja, klingt total sinnvoll, auf jeden Fall. Würde mich eh interessieren, habt ihr schon mal ein Kommentarsystem verwendet, das wirklich gut funktioniert hat? Alle schütteln den Kopf. Ah ja, stimmt, genau, wir sind ja wieder Audio, ne? Deswegen. Ja, also heftiges Kopfschütteln von allen Beteiligten. Nein, es hat sogar so weit geführt, dass ich Kommentare abgedreht habe. Das Einzige, was cool war, so ein Plugin, so ein JavaScript-Plugin, das Kommentare auf GitHub in einem Issue verwaltet. Das heißt, da wird deine Kommentarfunktionalität wird, oder dein Artikel wird ein Issue auf GitHub, und Kommentare, die auf deinem Artikel basieren, werden dann als Replies in den GitHub-Issue eingetragen. Das heißt, du brauchst immer einen aktiven GitHub-Account, um an der Diskussion teilnehmen zu können. Aber dafür hast du nachher auch sämtliche Features von diesen GitHub-Issues, und das war recht nett. Aber ich habe es nie ausprobiert, weil ich habe irgendwie das Vertrauen in Kommentare verloren gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja, okay, also User-Generated Comments ist auch immer so ein Thema. Aber in einem Workflow-Setting habe ich tatsächlich auch noch nicht irgendwie ein komplett cooles Kommentarfunktions-Setup gesehen. Nicht Miro, so ein Miro-Board, das wir auch verwenden, hat ein ganz cooles Kommentar-Feature, in dem du einfach irgendwo random auf dieses Whiteboard draufklicken kannst und einen Kommentar setzen kannst. Aber ansonsten. Na, tatsächlich nur wirklich, witzigerweise, die schlägt der ein bisschen so in eure Kerbe dann auch von klassischen Dokumenten-Softwares keine Ahnung, also alles, was so in die Office-Schiene schlägt, die haben halt doch schon 30 Jahre Erfahrung in dem, wie sie Annotationen machen und Workflows damit bearbeiten, aber da hast du halt immer nur das Problem vom statischen Dokument, das durch die Welt gereicht wird, und selbst mit den, selbst mit den Cloud-Lösungen, also es war bei Google Docs, es wird ab einem gewissen Punkt verwirrend. Von dem her, ja, also es funktioniert so gut, so wie du eine kritische Menge an Kommentaren erreichst, und dann degradiert die Erfahrung ziemlich schnell. Also, gab es nicht irgendwann mal so ein Tool irgendwie zum zusammen Texte schreiben, Collab.io oder sowas? Das ist aber dann irgendwie wieder eingestellt worden. Da waren auch viele Leute sehr begeistert von. Also ich habe einmal das HackMD verwendet.
Das ist so ein Online-Markdown-Editor, wo der versucht, diese extra Funktionalität zu bieten mit Annotationen drauf etc. und so weiter, aber funktioniert auch mehr recht als schlecht. Also in so einer Direct-Real-Time-Bearbeitung von mehreren Leuten im einen Dokument gibt es tatsächlich auch ein paar Feature-Ideen dazu. Also wir haben jetzt gedacht, wir machen mal diese Comments zuerst, einfach weil wir natürlich sehr viel asynchron arbeiten, gerade wirklich auch zeitlich versetzt. Dementsprechend lustigerweise auch unsere Kunden das wesentlich öfter gebraucht haben, weil zum Beispiel ein Teil vom Team sitzt irgendwie in Australien, anderer Teil sitzt irgendwo in den Niederlanden, anderer Teil wieder irgendwie in Brasilien, Argentinien. Und dementsprechend war da Realtime auch nicht immer so ganz das, was die wollten. Und für uns war jetzt so diese Kommentare auf Feed-Level, so diese Zwischenlösung, die eigentlich sogar ziemlich gut ist. Also wenn ihr noch nicht die Chance hattet, in der V2 unbedingt mal ausprobieren. Das sind ja jetzt alles Features, die klingen vor allem für große, auch nicht zusammensitzende Firmen ganz cool. Macht es denn jetzt auch Sinn, wenn ich jetzt eine einzelne Person bin oder wenn ich so ein 10 bis 20 Unternehmen bin, oder würdest du denn eher auch abraten? Ja, spannend ist, wenn es wirklich nur eine Person ist, die das Ganze verwendet, ist Storyblock komplett gratis. Das heißt, Storyblock API plus Image Service, Image Optimierung, alles drum und dran, plus ein ziemlich hoher Bandwidth, quasi was Traffic betrifft, ist inkludiert, und also was Bilder betrifft und alles diese Sachen, die wir quasi ausliefern. Ich würde es verwenden, wenn Inhalte sich oft verändern. Also wenn man jetzt eine statische Seite hat mit einem Namen drinnen, es ist eine coole Übung, aber nicht Sinn und Zweck von einem CMS. Ein CMS soll dann verwendet werden, wenn wirklich Content gemanagt werden wird. Das ist auch so ein bisschen das Problem bei Monolithen oder bei alten CMSen. Die wurden eigentlich alle irgendwie gebaut mit so einem Frontend-Layer, einem Display-Layer dazu. Und viele haben halt dann Webentwicklung gelernt in dem Moment, wo sie halt ein WordPress installiert haben, ein Joomla installiert haben, ein Drupal installiert haben. Und wurden dann in einen Tech-Stack, der eigentlich sehr, sehr komplex ist, reingeworfen. Aber man könnte ja theoretisch auch eine HTML-Seite machen, ein bisschen CSS, JavaScript dazu werfen. Hat eigentlich eine ziemlich schnelle, ziemlich coole Seite. Und das könnte dann auf einmal semantisch korrekt sein. Und wirklich, wirklich schnell sein. Und ich glaube, man dann kann sogar über SFTP hochladen. Uff. Das, ja, kann man. Jetzt hat den Dominik jetzt die Socken ausgezogen. Ja, vor allem. Ich weiß nicht, was du hast, ich sehe SFTP. Ja, aber das Spannende ist, es geht ja mittlerweile viel einfacher. Also ich weiß nicht, Vercel und Netlify, also das läuft doch echt gut. Also Netlify zum Beispiel hat eine eigene netlify.com/drop per Track and Drop. Man braucht nicht mehr einen FileZiller. Ja. Falls ja, Cyberduck. Cyberduck. Oh. Bevor wir jetzt auf Jamstack kommen, sonst Jamstack ist das einzige, wo es mal so Sticker gab, wo ich das erste Mal wieder Lust hatte auf so Marmeladenbrötchen. So Jam, so schön runtergelaufen. Jetzt habe ich total einen Fun von. Nein, doch, Bilder. Die Bilder waren für mich als Einzelperson das Spannendste. Dominik, du meinst jetzt gerade, es ist tatsächlich frei als einzelner User. Jetzt nicht hieß es, du kriegst mal 14 Tage Premium und sobald du alles toll erkennst, danach darfst du da bezahlen. Weil mein CMS Ansatz oder wofür ich das mal brauchte, war tatsächlich erstmal für Bilder, weil ich bin tatsächlich sehr schlecht geworden, was Bildbearbeitung angeht. Ist ein bisschen an mir vorbeigelaufen und ich habe auch kein Photoshop mehr installiert und ich wollte halt Bilder einfach kleiner machen und die JPEG-Qualität runterdrosseln oder auch mal croppen. Und dann war ich wirklich da gehockt und so, soll ich mir jetzt GIMP installieren? Aber ich weiß nicht, gut, jetzt irgendwie im Preview kann ich es vielleicht irgendwie noch croppen, aber jetzt möchte ich halt ein paar Sachen machen. Also da habe ich, glaube ich, tatsächlich Storyblock V1 hatte ich ganz am Anfang mal sozusagen ein bisschen missbraucht als Bilderhoster und vor allem Bilderbearbeiter. Also ich wollte mich ja dann manchmal so einen Call for Papers machen und dann wollten die Leute ein Bild von mir haben und die wollten ins Quadratisch haben. Was mache ich jetzt? Ich dachte, da ist Storyblock hoch und mach da mal, dass das gecroppt wird und stell das ein. Ja, auf jeden Fall. Also du hast es nicht mal ganz so missbraucht. Du hast nur einfach ein Feature verwendet, das wir noch nicht ganz so weit ausgebaut haben. Also mit der V2 wird es noch ein komplettes Digital Asset Management System geben tatsächlich.
Also das ist so der Start von einem kleinen neuen Produkt innerhalb vom ganzen CMS-Produkt, weil Bilder halt für uns immer schon riesentoppig waren oder generell Files. Mhm. Ja. Und du kannst auch gratis immer noch einfach Bilder hochladen, natürlich in einem gewissen Rahmen und wir liefern die dann natürlich dann aus. Und du kannst dann tatsächlich so viele Resizing, Operations, Filter, Formatwechsel, Facial Detection Geschichten, Cropping, Focus Point setzen, all diese wunderschönen Sachen kannst du machen, komplett gratis. Bei Stichwort Facial Detection und so weiter, wo liegen denn meine Daten? Wo liegt denn jetzt gerade mein Bild? In Frankfurt. Wir hosten tatsächlich unsere Core Infrastructure auf dem AWS-Service in Frankfurt. Es gibt ein Fallback in einem anderen EU-Region-Cluster von AWS. Wir werden tatsächlich ein bisschen spät in dem Jahr noch eine komplette US-Infrastructure aufbauen, die komplett separat ist. Also dort wird dann auch quasi ein Region-Switch beim Login geben, wo die User auch sich dann für die US-Region entscheiden können oder für die europäische Region, genauso wie wir es für unsere chinesische Infrastruktur gemacht haben tatsächlich. Also deine Daten, deine Bilder liegen auf jeden Fall in Deutschland gerade. Aber als Münchner ist mir die Regionalität ja sehr wichtig. Ich musste sagen, wir liefern alle Bilder per CDN aus. Das heißt, du brauchst nicht mal irgendwie Cloudflare oder so davor hängen, sondern die sind von Haus aus schnell. Storyblock, von Haus aus schnell. Den Slogan klaue ich dir vielleicht. Okay. Und wenn es AWS in München gibt, legen wir die Bilder auch in München ab. Aber. Ich wollte schon sagen, also Linz ist ja, glaube ich, ist ja wahrscheinlich näher an München als Frankfurt, oder? Ja, tatsächlich. Also zur Not fahre ich halt mit dem Auto hoch und liefere das Bild aus. Also das passiert, es wird jedes Bild persönlich vom Chef noch ausgeliefert. Ja. Pixel für Pixel. 1A. Es dauert halt ein bisschen. Ja, cool. Ja, ich würde, glaube ich, so einzelkämpfermäßig wahrscheinlich euer Produkt da sehen, wo ich eine Seite bauen möchte, nach meinen, so wie ich das gerne machen möchte, aber vielleicht nicht für mich, sondern für einen Non-Techie, eine kleine Seite baue und der oder die soll dann eben leicht zugängliches Interface haben, mit dem sie oder er dann alles machen kann, was sie möchten. Mhm. Ich habe eben ja einfach keinen Bock habe auf WordPress oder Drupal war ja auch irgendwie, die haben doch so Div-Container da ausgeworfen, noch und nöcher und Typotei ist auch schmerzhaft. Ja, also wenn du sowas machen möchtest, geht das natürlich auch. Dein User wäre immer noch komplett gratis und sobald du einen zweiten User hinzufügst, ist es gerade zwischen $7 und $9 für jeden weiteren User, wenn du weiterhin auf diesem Basic-Plan beziehungsweise demnächst Community-Plan unterwegs bist. Mhm. Und wenn du auf storyblock.com gehst und auf die Pricing-Page, gibt es natürlich verschiedene Pläne, die wir anbieten. Und wir haben die Pläne, die es jetzt gibt und auch die demnächst kommen werden, so gestaltet, dass die eigentlich nur dann notwendig sind, wenn dein Unternehmen größer wird, wenn du mehr Collaboration-Features brauchst, wenn du ein Activity-Log brauchst mit einer kompletten History bis ans Jahres, nicht Ende, sondern umgekehrt Jahresanfang oder 10 Jahre zurück. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Storyblock-Space von der Webseite, die wir 2016 gestartet hatten, reingehen möchte und wissen möchte, wann ich die erste Story gepublished habe, dann gibt es so ein Activity-Log-Feature. Und wenn man sowas braucht, beispielsweise als Unternehmen, dann gibt es einen anderen Tiering. Und habt ihr dann auch sowas wie Versionierung der Inhalte? Also ach, das ja, klingt ja so ein bisschen danach. Das haben wir separat nochmal extra. Ja, cool. Das gibt es nämlich gerade auch bereits im Gratisplan. Also wir haben da wirklich geguckt, dass die Features, die wir in diesen größeren Packages, also wir nennen die oder werden die in Zukunft Entry und Teams nennen. Danach gibt es dann Enterprise. Die sind dann wirklich dafür da, wenn man jetzt so als Entry, als Company reingeht und man braucht ein bisschen mehr Availability, mehr Traffic und hat schon, ich sag mal, ein Team von 5 Leuten, dann kann man sich das Paket einfach nehmen, dann hat man alles, was man braucht, um zu starten und kann damit eigentlich direkt loslegen. Wenn man dann merkt, hey, eigentlich will ich noch mehr Collaboration-Features, ich möchte meine Workflows, die wir standardmäßig mitliefern, nochmal komplett customizen und ich möchte das Ganze noch ein bisschen umbauen, dann ist der Moment gegeben, wo vielleicht Teams interessant wäre. Und wenn man dann anfängt, irgendwie über
Multi-Market-Setup aufzubauen. Also nicht nur mehrere Sprachen, weil Mehrsprachigkeit geht in allen Plänen. Also das ist gratis. Du kannst so viele Sprachen hinzufügen, wie du möchtest. Aber diese verschiedenen Märkte, also verschiedene Projekte, verschiedene Teams, die andere Content-Strukturen haben. Also ein komplett anderes Repository. Das wäre dann irgendwie Enterprise-Szenario, würde ich sagen. Mhm. Ja, cool. Weil du gesagt hast, Chip, dass du das für Leute nutzen würdest, die jetzt keine Techies sind. Also ich hab gemerkt, dass es auch mir als Techie bei gewissen Projekten hilft, wo ich jetzt nicht unbedingt, also die ein bisschen anders sind wie mein Blog. Also bei meinem Blog ist ganz easy, da schreibe ich das Markdown runter, Commit ist fertig, das ist mein täglicher Workflow, das funktioniert. Dann habe ich aber so eine lustige Portfolio-Seite, die ich gerade mache. Und da ist halt sehr, sehr cool, dass du, wenn du jetzt anfängst, in so Komponenten zu denken und ein bisschen so ein Designsystem zu denken und du diesen Atomic Design Vorschlag machst, den der Brett Frost ja vor, keine Ahnung, einer halben Dekaden irgendwann einmal vorgeschlagen hast, dann hast du noch ein ziemlich cooles Mapping zwischen den Komponenten und deiner Content-Struktur. Ne? Und da machst du mir das ganze Set an Komponenten. Das ist gerade für so einen Bleistift-Designer, wie ich bin, der halt einfach keine Ahnung hat von Farbe, Kontrast, Abständen oder was auch immer. Ziemlich super, weil da kann ich mir zur Not ein Theme kaufen und kombiniere die ganzen Sachen. Und dann mixst du einfach nur mehr Komponenten zusammen. Und das ist halt super, super angenehm. Und dann, wenn du die Schwelle einmal erreicht hast, und das ist wieder so dieser Development-Effort, den du einmal anlegst, dann schmeißt du Seiten raus, das ist super. Also dann denkst du gar nicht mehr nach. Das meinst du, ne? Diesem Art Visual Composer. Nicht einmal den. Also ich hab den teilweise sogar nicht einmal aktiv gehabt sogar, sondern einfach nur die Möglichkeit, dass du diese Blöcke zusammenziehst, nicht? Weil du halt wirklich was Block in Storyblock ist, mappt auf eine Komponente in deinem Designsystem. Ne? Muss nicht unbedingt. Muss nicht unbedingt, aber du kannst das so machen. Nicht? Was ziemlich cool ist, weil irgendwann einmal beginnst du nämlich, dass du relativ genau weißt, welche Content-Blöcke du schon definiert hast. Und das hat mir der Dominik einmal vor, glaube ich, einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr gezeigt. Da hat er angefangen, dass er so ein Next.js-Template baut, das einfach General-Purpose Next.js ist für Storyblock. Das heißt, du hast einen Folder mit deinen Komponenten drinnen, da schaust du, dass du jeden Block irgendwie maps, den du gerade definiert hast. Und der Rest wird erledigt. Wie das Routing funktioniert, ist erledigt. Wie die Komponenten zusammenspülen, ist erledigt. Um die Dinge musst du als Entwickler nicht mehr kümmern. Du musst einfach nur sagen, rechte Seite Content definieren, linke Seite Block dazu definieren. Und dann zick, 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 schmeißt das zusammen und dann bist du Content-Quetschen. Und das ist halt echt, echt lässig. Und das ist auch für mich als Individuum okay, wenn ich irgendwann einmal nicht entwickeln möchte dazu. Weil bei mir passiert das gerade bei meinem Blog, ich mache gerade die Startseiten neu und ich habe so richtig dieses, oh shit, wo fange ich denn an? Weil ich habe halt einfach alles irgendwie zusammengeschmissen, so wie ich es halt gerade verfügbar gehabt habe. Und da wäre ein bisschen gezwungen gewesen zur Struktur. Und das Schöne ist auch, weil man halt immer sagt, ja, aber das ist ja eine Firma und Technology Login und Gottes Willen, bestes Feature, einfach einen JSON-Dump machen, irgendwo auf die EC2 draußen, das ist dabei. Das heißt, wenn ich irgendwann einmal entscheide, dass ich den Stecker ziehe bei Storyblock, dann habe ich immer noch die ganzen JSON-Files da und die Seite baut immer noch so. Also das ist schon... Ja, und wenn wir Hilfe damit braucht, einfach kurz sagen, wir helfen euch da auch gerne. Ja, genau. Ja, also das finde ich ja als Techie und Individuum recht cool. Aus dem Next.js Boilerplate-Ding, was ich hier gezeigt habe damals, aus dem wurde die tsconf.eu-Webseite. Die gibt es tatsächlich komplett open source auf GitHub. Kann man sich einfach, das ist aber Next.js. Ah ja, das stimmt, das ist Next.js gewesen. Das ist Next.js. Aber das weiß ich, weil ich zweiwöchentlich alle, hilf mir, Dependabot-Alerts fixe. Weil bin ich derjenige, der die E-Mails kriegt. Ah, du bist es. Ja, genau. Also die Script.conf.org-Seite und die TS.conf.eu-Seite sind mit Abstand die aktivsten Seiten bei mir. Nicht, weil sie gerade im Moment bei den Konferenzen so viel tut, sondern weil der Dependabot auf zwei Frameworks aufbaut, die wir seitdem nicht mehr sauber aktualisiert haben. Und, oh je. Und deswegen haben wir ziemlich viele Regressionen. Aber ich kann zu viel über NPM schimpfen. Aber gut. Das habe ich, glaube ich, in der vorigen Folge schon gemacht. Über NPM-Schiff. Hast du. Ja. Zurückzukommen auf Storyblock, ich habe da noch eine Frage.
Genau, bevor du auf Storyblock zurückkommst, jetzt ist ja der richtige Moment, um nochmal kurz darauf hinzuweisen, dass die drei Herren hier, die drei Linzer, zusammen ja eben diese hervorragenden Konferenzen organisieren. Und, ja, also eigentlich wollte ich den Witz zumachen. Also das Problem war, ich war jetzt sehr lange leise. Das war, weil wir als Familie haben entschieden, dass ich heute beim Podcast mitmachen darf, aber ungefähr 2 Minuten, nachdem die Vanessa die Sendung gestartet hat, haben sie meine Kinder anders entschieden und sind im Bett gesprungen. Deswegen war ich mal die erste halbe Stunde nicht dabei. Deswegen habe ich ja nicht mitbekommen, was schon erzählt worden ist. Wahrscheinlich habe ich einfach alles wiederholt, jetzt, was ihr auch schon gesagt habt. Aber ich wollte unbedingt erwähnen, dass wir heute zu Gast 2/3 der ScriptConf und TSConf Organisatoren haben. Genau. Das war mir nur ganz wichtig, dass ich das erwähne. Und auch 2 sehr coole Konferenzen. Ja, ich bin ja kein Gast, ne? Also, so meinst du, okay. Ja, okay. Ich bin übrigens das letzte Drittel. Also, wir sind 3/3 der Conference Organizer anwesend. Genau. Ganz genau. Konferenzen. Ja. Ich freue mich auf die nächste echte. Das ist ja auch immer so ein Thema mit Team Retreats und so. Ja. Also, habst du nie gehabt wahrscheinlich, oder? Wir hatten tatsächlich noch keinen Team Retreat, obwohl wir das jedes Jahr einbudgetieren und immer planen. Und so wie es jetzt gerade läuft, mit 16 verschiedenen Ländern, alles verschiedene Regulierungen, anders verschiedene Stufen, sage ich mal. Wir haben in Österreich so ein Ampelsystem, wo wir einfach sagen können, teilweise können Leute halt gar nicht einreisen in verschiedenen Ländern. Und wir scherzen jetzt schon ein bisschen drüber, das erste Mal, wenn wir ein Team-Retreat schaffen, sind wir über 100. Das wird halt schon lustig. Also ich glaube nicht, dass das ein Scherz ist, ehrlich gesagt. Ja, ich scherze ein bisschen drüber. Ich finde es ehrlich gesagt total schade, dass wir eben diese kleinen Retreats nicht machen konnten. Also diese 10 Leute, die noch in einem Haus untergebracht werden können und so. Weil mittlerweile sind wir eben über 50. Und das auch ein ist großes Haus. Schon, das ist schon ein großes Haus, damit das funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Gibt es eine Konferenz, auf die ihr euch freut? Wo ihr vielleicht sogar überlegt hinzugehen? Gibt es sowas? Es ist gerade schwierig. Zu viele fragende Gesichter. Es ist gerade extrem schwierig, mich aktiv auf einer Konferenz vorzufreuen, ohne ständig im Kopf zu haben, dass das eigentlich ein Drahtseilakt ist für die Besucher, für die Sprecher und für die Organisatoren. Ja. Und das schwingt halt da komplett mit. Das ist halt wirklich schade. Also jetzt war diese Shift-Konferenz in Kroatien vorige Woche. Ich war sogar eingeladen drauf, ich habe leider nicht kommen können. Und wie ich mir die Fotos angeschaut habe, habe ich gedacht, oh wow, wäre schon cool gewesen, nicht? Und war gar nicht so schlimm, weil es bei Weitem nicht überfüllt war dort. Also du hast deinen persönlichen Platz noch bekommen und sie haben sich sehr darum gekümmert, dass die Sicherheitsregulierungen eingehalten werden. Aber trotzdem, es war so weit zu kommen, dass ich mir denke, hätte ich das jetzt genutzt, nicht, war es trotzdem nicht. Also es war noch das Vernünftige, dass ich sage, bleib zu Hause. Aber es ist schwierig, ne? Also wünschen tue ich mir schon, dass ich mich wieder mal irgendwann so richtig vorfreuen kann auf ein In-Person-Event. Auf der anderen Seite ist es halt komisch. Ja. Also. In der Mark Thiele will ja jetzt seine Beyond Tellerrand in Düsseldorf machen im November. Ja. Da habe ich auch ein Ticket noch von vor 2 Jahren sozusagen. Ich auch, ja. Ja, eben. Genau. Und die an sich freue ich mich schon auf die. Und ich mache das jetzt auch so, dass eben quasi entweder, also man muss geimpft sein, genesen mit entsprechend, also maximal irgendwie 6 Monate später, glaube ich. Oder eben PCR getestet. Also in Österreich ist das ja, glaube ich, oder ich weiß nicht, oder vielleicht ist es auch nur Wien, aber hier ihr Österreicher seid ja da recht gut dabei mit PCR-Tests. Wir sind ja hier so mehr so Schnelltestland in Deutschland. Wien ist da ganz stark. Wien, ja. Also ich habe jetzt letzte Woche hatte ich einen und ich werde tatsächlich diese Woche auch nochmal einen machen, weil ich für uns nach London fliegen muss für 3 Tage. Und da brauchst du tatsächlich mittlerweile, wenn du aus Österreich kommst, weil es nicht so gut läuft, denke ich mal, mittlerweile einen PCR-Test. Also da kommst du gar nicht drum rum. Ja. Ja, und dann gibt's kurz 2 Tage später wäre in Amsterdam die Performance Now, die ich eigentlich auch immer sehr gerne besuche. So eine kleine, aber feine Konferenz so mit so Web-Perf-Nerds, die sich da treffen. Genau. Die sind aber auch super vorsichtig und überlegen, machen das auch als Hybrid-Event wahrscheinlich oder sagen es doch ganz ab.
Das weiß halt irgendwie keiner so richtig. Ne? Hm. Ja. Also, wen ihr auch gut kennt, der Harry Roberts, ne? Der ist jetzt mit unter den Organisatoren von der PerfNow-Konferenz gegangen. Ja. Also der hat doch letztens einen Vortrag bei dem Event vom Marc Thiele, also diesem, der macht ja auch diese alle zwei Wochen macht er so eine Art quasi Mini-Beyond-Tellerrand online. Und genau, da war Tim Cadillac und Harry Roberts und war auch wieder gut. Ja, und ansonsten, glaube ich, plane ich aber auch nichts. Also. Also Vanessa hat uns gerade so einen Link geshared, wie es in Österreich aussieht. Und? Schon ziemlich scary. Aber ja, schon. Was hat sie geschrieben? Eiderdeutschen. Eiderdeutschen. Achso, okay, cool. Sorry. Inzidenz über 200. Ja, mal bitte schon lang. Bezirke über 300, also. Ja. Das ist fürchterlich. Es geht ja gerade. Die ganzen Bayern, die zu Besuch sind. Nein, es geht gerade in Österreich, also in Oberösterreich, wo wir hier sind, geht es gerade auch ziemlich gut ab mit einer der höchsten Inzidenzen in Österreich. Aber das wird sich alles nach der Wahl ändern, wenn die Parteien noch endlich irgendwie die Eier haben, dass sie das Ganze adressieren. Ja, ich glaube, wir haben sogar am gleichen Wochenende. Ende September irgendwie. Ja. Aber 26. Bei euch nur für Oberösterreich. Die Wahl. Ja, genau. Okay. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Also Pandemie-Management sehr, sehr unbefriedigend, muss ich sagen. Ja. Vanessa, du hast noch eine Frage. Wir haben dich da abgewürgt. Und zwar hat man ja das T-Shirt des Öfteren gesehen von Storyblog auf Twitter. Und da hatte ich eine Frage. Ich habe jedes Mal, wenn ich das T-Shirt angeschaut habe, das Gefühl, ich schaue auf zwei Among Us-Männchen. Habt ihr sehr, sehr viel Among Us gespielt? Oder wo kommen diese beiden Astronauten her? Oh, wow. Nein. Also die komplette Logik und so ist inspiriert natürlich von der Next.js-Conf mit dem Ticketsystem an sich. Und wir wollten halt keine Konferenz machen, sondern wir haben uns überlegt, so Amazon fliegt irgendwie ins Weltall, also Bezos, dann Virgin Galactic fliegt ins Weltall. Ja, müssen wir auch mitziehen, oder? Also Storyblock, wenn die das können, können wir das auch. Und deswegen haben wir uns gedacht, das Motto ist jetzt New Galactic Experience für Storyblock, mit der Storyblock für 2. Und jetzt, wo du es sagst, vermutlich war ein bisschen Among Us Influence dabei, aber nicht bewusst, weil Nikola tatsächlich auf die Idee gekommen ist, dann einfach einen Astronauten einfach quer über unsere ganzen Sachen drüber zu legen. Und 2 Stunden später war auf einmal dieses Design da und jeder von uns so, passt. Genau das ist es. Sehr gut. Ich dachte schon, vielleicht ist da irgendjemand sass beim Editieren und deswegen gibt es Kommentarfelder, wo man besprechen kann, wer hat hier schon wieder alle die Zahlendreher reingebracht und wer hat schon wieder die Headline gelöscht. Ja, also Among Us ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, muss ich sagen. Das sollten wir auch mal wieder spielen. Eignet sich auch remote. Ja, absolut. Eignet sich nur remote. Ich weiß nicht, ob man es einfach Raum zusammen tatsächlich. Gibt es eine Version davon, die heißt einfach Werwolf. Das ist genau dasselbe. Ja, das ist genau dasselbe, aber halt so analog. Ich habe gehört, da gibt es noch so ein Spiel, aber das darf ich jetzt nicht im Podcast aussprechen. Okay. Ihr könnt ja mal googeln. Willst du uns einfach reinschreiben? Wir sagen es gar nicht. Wenn die Vanessa das jetzt reinschreibt, dann plaudere ich so aus. Also das ist wie das Eiderdeutschen, ne? Aber, ah, nein, das darf man nicht sagen. Oh Gott. So, das lasse ich dann die Vanessa einfach mal dann auf Twitter von allen irgendwie aus dem Mund ziehen lassen. Nein. Genau, Vanessa, hast du zufällig noch eine andere Frage für uns? Ja, sicher. Wie schaut es mit Zeitzonen aus bei Storyblock? Was ist denn, wenn ich da ein Feature freischalten will, ab 8 Uhr morgens Deutschland? Geht das? Wenn ich einen Feature-Request. Also wenn du neuen Content um 8 Uhr morgens Deutschland freischalten möchtest, funktioniert das. Habe ich keinen Feature-Request mehr.
wenn du Content generell schedulen willst, geht das natürlich auch. Ja. Also du kannst dir wirklich aussuchen, wann auch immer, wo auch immer. Ja, ich dachte gerade so Marketing-Sachen, weil jetzt ist ja hier nächsten Dienstag ist ja Apple-Event. Oh ja. Und da fällt ja bestimmt so ein paar Leuten wieder so kurzfristig ein, wir sollten da so eine Werbung schalten, aber vielleicht gibt es sogar Special-Deals und keine Ahnung, aber halt erst ab bla bla 10 Uhr. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die da irgendwie Insider-Wissen haben, was sie halt auch noch vorher nicht rausgeben dürfen. Mhm. Und ich stelle mir das schon irgendwie manchmal so schön vor, wie da irgendjemand so um 6 Uhr 1 so am Deploy-Key hockt. So 2017. Bestimmt. Tatsächlich 2017, einer unserer ersten Kunden, damals noch über die Agentur mitbetreut, hatten wir jemanden, der, die haben tatsächlich, zu Silvester war das, die Startseite geändert, weil dafür Silvester für, ich glaube, einen Tag Teaser getauscht wurde. Und da gab es kein Scheduling. Da saß wer um 0 Uhr 0 oder 23.59 da, hat den Knopf gedrückt und gehofft, dass alles durchgeht. Und um 23.59 Uhr am 1.1. wurde das Ganze wieder weggemacht. Und den Kunden haben wir dann damals auf Storyblock umgestellt, von dem alten System. Und ich habe tatsächlich dann eine E-Mail bekommen, dass sich die Person freigenommen hat und Storyblock liebt, weil wir diesen Feature seit jetzt 4 Jahren hatten. Und vielleicht genau für diese eine Person. Vielleicht erfüllen wir hin und wieder Träume. Wow. Cool. Mega. Jetzt bin ich sprachlos. Also 8 Uhr morgens einen Post rausbringen, ich glaube, das schaffen wir. Und wenn ich ihn auch persönlich vorbeibringe. Sehr gut. Ja, das ist halt so dieser Mechanical Turk Anteil dann an so CMSen. Ja, aber für Mechanical Turk gibt es zum Glück eine API, also das kann man automatisieren, das ist okay. Ah ja, okay. Oh ja, das ist vielleicht echt spannend. Also Storyblock im Vergleich zu manchen anderen hat eine komplette Management-API. Ja. Das heißt, neben der API, wo ihr Content einfach lesen könnt und damit Webseiten bauen oder Android-Apps, iOS-Apps befeuern könnt, haben wir alles, was wir selbst in der Applikation machen, sei es in der V1 oder V2, in der Management-API zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann Content editieren, managen, also alle CRUD-Operationen wirklich einfach automatisieren oder externe Systeme anbinden. Wenn Storyblock ein Partner publiziert wird, kann man das in Salesforce reinwerfen. Oder umgekehrt, wenn in Salesforce beispielsweise jetzt ein Partner angelegt wird oder ähnliches, dann kann das in Storyblock reingeworfen werden. Genau diese Sachen, das kannst du alles automatisieren. Und das ist natürlich schon ziemlich cool. Sehr cool. Und wahrscheinlich nutzt ihr dieselbe Schnittstelle dann mit eurem eigenen Interface? Ja. Genau so machen wir das. Ja, ja, super. Richtig gut. Ich bin ja noch kein Storyblocker, aber ich werde mir das auf jeden Fall mal ganz dick und fett hier notieren. Ich mache aber meistens auch, ich habe halt so Entwicklerprojekte, also ich habe irgendwie selten so irgendwelche Normalos, die was editieren müssen. Ich packe das dann einfach in einen Markdown-File oder sowas. Und so, ja, deswegen habe ich mich auch sonst nicht umgesehen, also auch bei Contentful jetzt nicht oder was weiß ich, was es noch gibt. Ich habe vor 2 Wochen habe ich erfahren, was unseren VP of Marketing, Thomas, an Storyblock richtig begeistert hat. Und damit habe ich das hier nicht gerechnet. Er hat Storyblock damals einfach mal ein bisschen probiert und der Moment, also mobil unterwegs war, ein Typo gefunden hat auf der Webseite und am Handy diesen Typo tauschen konnte, einfach nur publishen, geklickt hat und das Ding war erledigt. Das war so viel so, wow, okay, ich musste mich jetzt nicht in GitHub einloggen, ich musste jetzt nicht irgendwie den Markdown-Editor öffnen oder bearbeiten oder einen Laptop rausholen oder sonst was. Ja. Und vielleicht dann noch ein Deploy starten oder irgendwas, sondern nein, ich habe einfach Storyblock Publish gedrückt, der Webbook wurde automatisch getriggert und das Ganze wurde deployed. Das war halt schon cool. Und das da muss ich auch sagen, das ist tatsächlich das Szenario, was mir so am meisten entgegenkommen würde. Also ich bin dann auch mal auf GitHub, wenn dann irgendwas ist und natürlich mit dem Handy. Und dann, sobald du committest, wird auch alles ausgerollt, das ist alles gut, aber so ist halt nicht so super komfortabel darin rum zu den Cursor und dann die richtige Stelle und so. Es gibt auch selten eine UI, die man mobil tatsächlich gut nutzen kann für Content-Management-Systeme. Also das ist auch sehr fantastisch eigentlich.
Ah, in der V2. Das hat nämlich schon ausprobiert. Aber da gibt es noch ein paar Sachen, die wir verbessern wollen. Also Alex hat so einen Berg an eigenem Feedback von ihm, den er noch durcharbeiten will. Aber das Spannende ist, wir haben tatsächlich auch nicht so eine große Mobile-User-Base. Das ist halt ein Content-Management-System. Also das ist halt hauptsächlich doch auf dem Desktop. Aber das Spannende ist, meistens, wenn es wer mobil verwendet, dann in so einer SOS-Emergency-Situation. Ja. Genau, da würde ich nämlich gar nicht so danach gehen, bei irgendwie im Analytics-Tweets nachschauen und dann sagen, ja, aber es waren dann nur 2%. Genau. Diese 2% waren dann wahrscheinlich genau das, irgendwie irgendjemand anders schreibt über Slack und man muss es tauschen, weil die andere Person das Passwort irgendwas und man muss es jetzt tauschen, hat eh nur schon dieses komische Pseudo-LTE in Deutschland. Und das kann wahrscheinlich schon so ein Unterschied machen. So, okay, jetzt Entscheidung, ich bleibe für immer bei diesem Tool, da habe ich Vertrauen. Ja. Man guckt gerade das Triell im Fernsehen vielleicht, möchte nicht aufstehen und seinen Rechner booten. Dann der Chef schickt einem die Nachricht, dann will man es direkt am Handy beim Fernsehen natürlich machen, ist ja klar. Ja, auf dem Festival geht ja nicht, man kann ja gar nicht auf dem Festival sein. Oder auf einer Konferenz oder so. Also du meinst, das Triell schauen ist jetzt das Spannendste, was man so machen kann in seiner Freizeit. Absolut. Oder um 7.59 Uhr morgens, ich muss den Blogpost noch publishen. Ja. Kann man auch einfach mobil machen. Genau. Oder schedulen, aber. Ja, sauber. Das hört sich alles sehr gut an. Wir haben jetzt noch als einen Punkt hier gehabt, was habt ihr denn so vor in, so was habt ihr so für Ideen für die V3, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine total fehlplatzierte Frage derzeit. Gar nicht. Weil ihr ja quasi, ach, nicht? Ich dachte, dass ihr quasi erst gerade dabei seid, eure Ideen in die V2 rein zu sozusagen graduell zu deployen. Ja, das Spannende ist, wir müssen ja jemand dran denken, was kommt so als nächstes und vielleicht gibt's ja Web dann gar nicht mehr. Und V3 jetzt vielleicht nicht mit einer UI-Change, aber vielleicht ist V3 dann ein neues Feature, das einfach alles nochmal ein bisschen verbessert, automatisiert, mit anderen Systemen connected und ich lasse einfach ein paar so komische Wortfetzen einfach fallen. Aber da kann man natürlich viel, viel, viel Automatisierbarkeit, Workflows reinwerfen lassen, Collaboration-Features, Realtime-Editing und ganz, ganz viele lustige Sachen anstellen. Content, der sich selbst schreibt. Storyblock Copilot. Also, ich sage jetzt einfach mal nicht nein. Sebastian, wie geht's dir? In sechs Jahren kauft Storyblock GitHub für diese ganzen Features. Also, ich kann jetzt sagen, dass die ganzen Dinge, die Dominik aufgezählt hat, nicht das erste Mal erzählt wurden. In der Zwischenzeit, bis es soweit ist, gibt es aber, glaube ich, noch genug an der V2 zu tun, beziehungsweise ist auch der Plan, unseren App Store für weitere Entwickler zu öffnen, mit mehr Apps auszustatten. Das heißt, da wird auch noch eine Menge kommen. Und ich glaube, das haben wir jetzt eingedeckt bis in 2 oder 3 Jahren mit den Dingen, die noch an Ideen vorhanden sind. Dürfen wir eigentlich Werbung machen? Klar. Wir brauchen auch Leute, die das umsetzen. Ja. Also wenn wer auf verrückte Ideen steht und das mit einer coolen Technologie, die ich nicht kaputt gemacht habe, verwenden will. Wir haben Jobs. storyblock.com/jobs. Bitte vorbeikommen und angucken. Genau, sag mal schnell, was für Menschen ihr sucht. Ihr sucht wahrscheinlich Vue Frontend-Entwickler. Also wir haben jetzt so DevOps-Menschen, braucht ihr bestimmt auch reichlich, oder? Genau, also DevOps haben wir ausgeschrieben, AWS-Knowledge vom Vorteil. Ansonsten bringen wir es dir bei, wenn du dich dafür interessierst. Frontend, egal was du gemacht hast oder was du machen möchtest, bitte bewerben. Wir haben Vue.js im Einsatz, Backend, genau dasselbe. Wenn du was machen möchtest, haben wir einen Platz für dich. Ruby und Python ist aktuell im Einsatz bei uns. Und dann haben wir noch irgendwie noch 17 andere Stellen, die nicht als Entwickler sind. Aber ja, tendenziell mehr Stellen als tatsächlich ausgeschrieben. Wenn nichts dabei ist, einfach mir auf Twitter schreiben. Cool. Und alles remote, wie gesagt. Ja, genau. Absolut. Kann einfach da weiterarbeiten, wo man bisher auch in die Tasten gehauen hat, wenn man das möchte. Oder nach Brasilien umziehen geht auch. Ja, oder wir haben gerade in Hamburg tatsächlich
inoffiziell so ein Büro aufgemacht. Mhm. Am Ende der Reeperbahn, Millerntor Platz. Und ja, da waren wir tatsächlich auch vor 4 Wochen. Ein paar Fotos machen, einen Mitarbeiter da oben treffen, mhm. Und gemeinsam mal für den Tag arbeiten und die V2 Landingpage Prototypen oder Prototypen. Das ging eigentlich ganz schnell, ein paar Stunden. Ja, cool. Ja, wir werden auf jeden Fall eure Jobseite noch verlinken, genauso wie die anderen Dinge, die so gefallen sind als Stichworte, wie zum Beispiel hier Block Inc. und vielleicht auch die T-Shirt-Verlosung, falls wir die noch finden. Auf jeden Fall storyblog.com/V2. Alles klar. Und bevor wir den Deckel ganz zumachen, habe ich noch einen Link, und zwar die Vanessa kennt die Person ebenfalls, nämlich der Axel Rauschmeier und der Johannes Weber, die ja auch den JS-Kongress machen, der, glaube ich, wo du ja auch Jurymitglied Programmkomitee-Mitglied mhm. warst. Ne? Der ist ja nicht stattgefunden, mhm. glaube ich. Ne? Leider. Mhm. Die TS-Conf-EU auch. Die mhm. haben einen schönen Newsletter, den ES-Next-Newsletter, wo die immer ein paar schöne JavaScript-bezogene Themen raussuchen. Genau, und wer da so interessiert ist, der kann den ja abonnieren. Genau. Und da geht es auch um Tooling natürlich rund um JavaScript. Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. War super interessant, war auch überfällig. Also sehr gute Idee von der Vanessa, euch anzuhauen. Und ja, auch verwunderlich, dass ihr noch gar nicht da wart, nachdem ihr mit dem Stefan schon so viel da ausgeheckt und aufgegleist habt in Linz. Stimmt, denke ich. Genau, oh. Stefan, was fällt dir ein? Nein, natürlich nicht. Tatsächlich ist mir offensichtlich nichts eingefallen. Also, Stefan ist ja selber auch nicht mehr hier gewesen. Ja, das stimmt. Ich bin ja Gast im eigenen Podcast. Genau. Aber vielleicht, wir haben ja auch schon gesagt, wir können uns öfter mal so irgendwie tagsüber auch mal aufnehmen. Das ist so super zum Einrichten. Nicht? Also da habe ich keine Kinder, die mir auf der Nase tanzen. Ja. Das heißt, der Stefan wird vielleicht dann öfter wieder hier sein. Yeah. Oh, apropos Kinder, ich habe gerade wieder den Anruf von einem Kind durchs Babyfon gehabt. Alles klar. Der ist verrückt. Ich klinge mir schon mal aus. Dankeschön. Servus. Schönen Stefan. Abend dir. Genau. Ciao. Ja, und danke für die Einladung, Vanessa. Ja, gerne. Ich habe Twitter-Post gesehen mit V2 und ich habe ja gerade schon gemeint, ich bin ein bisschen lesefaul geworden in meinem Alter, dachte ich. Sprech mal einfach drüber, da muss ich mir nicht so viel durchlesen. Ja, aber schön. Ja, ich habe natürlich auch gleich die V2 dann durchgeklickt, geschaut, was Mobile so macht. Ich hab nicht so viel gefunden, was nicht geht. Gutes Ding also. Alles klar. Dann Dankeschön, Dominik. Dankeschön, Sebastian. Danke für die Einladung. Und wir lesen uns auf Twitter. Und sehen uns hoffentlich hier und irgendwann in echt auch nochmal. Ich warte auf die nächste Script-Conf. Und Blinzert heute. Genau, so machen wir das. Genau, bei Fragen und Anregungen unserer Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare. Oder ihr schreibt uns oder die beiden direkt auf Twitter oder den Account Storyblog mit einem K, kein CK. Genau, also bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.